Leben in Zeiten der multiplen Krise, studentische Ringvorlesungen an der Uni Kassel. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Gruppenveranstaltung der Ringvorlesung Leben in Zeiten der multiplen Krise. Bevor ich was Inhaltliches sage, noch drei, vier andere Dinge. Zunächst mal ein kleiner Werbeblock. Es gibt gerade Dienstag, ist ja eh so ein Tag, wo es irgendwie tausend interessante Veranstaltungen gibt. Es gibt da eine Veranstaltungsreihe, die heißt Watch Out, Antifeminismus, Praxis und Kritik queerer und feministischer Forschung. Der Vortrag, der dann nächste Woche stattfinden wird, wird nach unserer Vorlesung sein. Das ist also super, dann könnt ihr da noch hinnehmen. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass wir letzte Woche ja kurz mal angesprochen haben, dass es da diesen kleinen Skandal um die Veröffentlichung der Bundeszentrale für politische Bildung gab. Das war ein Band aus der Reihe Ökonomie und Gesellschaft, ein Lehrbuch, in dem verschiedene ökonomische Theorien dargestellt werden, wurden unter anderem auch zum Thema Lobbyismus, und da wurde dann gegenlobbyiert vom Bundesverband der Deutschen ArbeitgeberInnen, woraufhin das erstmal zurückgezogen wurde. Also das Innenministerium hat da scheinbar den Daumen drauf gesetzt. Jetzt ist aber irgendwann wieder zurückgerudert, jedenfalls hat die Bundeszentrale für politische Bildung bekannt gegeben, dass der Band bald wieder erhältlich ist. Also da gab es schon mal einen kleinen Sieg für die plurale Debatte zum Thema Wirtschaft. Also dritte Veranstaltung. Cool, dass wieder so viele da sind. Zeigt sich also, dass Kassel doch ein Ort ist, jetzt bin ich sehr laut, an dem man erwarten kann, dass sich noch so viele Menschen um diese Uhrzeit in einem Raum versammeln, um gesellschaftliche Fragen und wirtschaftspolitische Entwicklungen im Kontext der Finanz- und Euro-Krise zu diskutieren. Darüber gab es ja letzte Woche so ein bisschen Gelächter, dass das tatsächlich möglich ist hier in Kassel. Also cool, wir freuen uns natürlich sehr und hoffen, dass die Debatten auch nach 20 Uhr weitergehen. In der zweiten Sitzung letzte Woche hat dann Heiner Flassbeck damit dann einige der gesponnenen Fäden wieder aufgenommen. Er hat insbesondere zur Rolle Deutschlands referiert, zur Rolle Deutschlands in den letzten Jahrzehnten der Politik der Währungsunion, als auch natürlich in der aktuellen Euro-Krise. Er hat von Anfang an keinen Zweifel daran gelassen, dass er die aktuelle Situation für ziemlich besorgniserregend hält. Denn entgegen dem, was in Medien und von PolitikerInnen so kolportiert wird, ist nichts gut in Europa. Wir haben Arbeitslosigkeit, fehlendes Wachstum und Deflation, also das vom Schlimmsten so das Furchtbare, darüber wird aber nicht geredet. Also das war auch ein großer Kritikpunkt von ihm, dass es eine Verweigerungshaltung gibt, es gibt keine Debatte und eine ziemliche Geschichtsvergessenheit, es wird nicht über die Fehler geredet, die gemacht wurden. In seinen Augen war das Hauptproblem, dass die Löhne in Deutschland sich nicht mit der Produktivität entwickelt haben, also nicht gestiegen sind mit der Produktivität, und stattdessen Deutschland in den letzten 15 Jahren unter seinen Verhältnissen gelebt hat. Und die Gewerkschaften haben da auch fleißig mitgemacht und das nicht verhindert. Dadurch konnte Deutschland durch eine Art von Niedriglohnpolitik zwar zum Exportweltmeister sich hochwirtschaften, aber irgendwer muss das ja auch alles kaufen, was Deutschland so produziert, weswegen es eben eine sehr große Verschuldung des Auslands gegenüber Deutschland gibt. Statt nun aber für einen Ausgleich dieses Umweltgewichts zu sorgen, indem sich der deutsche Staat für öffentliche Investitionen verschuldet und die Löhne steigen, verlangt Deutschland Unmögliches, nämlich dass alle bitte keine Schulden mehr machen und Deutschland einfach so weitermacht wie zuvor. Der Satz Angela Merkels, dass Deutschland also wachse, ohne neue Schulden zu machen, hat Flassbeck auf jeden Fall als dreiste Lüge gebrandmarkt, denn das machen ja die anderen Schulden gegenüber Deutschland. Sein Schlusswort war dann so ein bisschen, wenn sich in der aktuellen Politik nichts ändert, dann werden nationalistische und rechtspopulistische Kräfte, zum Beispiel in Italien und Frankreich, an die Macht kommen, werden aus dem Euro aussteigen, ihre Währung stark abwerten und dann kann man ja einfach mal ein Schloss verbaut in Württemberg hängen, weil das ist dann tot und in der deutschen Wirtschaft wird erstmal zeitlang nichts laufen. Das kann von Politikern scheinbar aber nicht in der Öffentlichkeit gesagt werden, weil das ja einen sofortigen Rücktritt seinen Worten nach gleich käme. Es kann also hier irgendwie keine Debatte dieser Art geben. Damit hat der Vortrag einen interessanten Punkt immer wieder angesprochen, der aber nicht so richtig geklärt wurde, nämlich warum lässt sich das eigentlich so schwer in Frage stellen, was da passiert, obwohl vieles so irrational erscheint. Und wie kommt es, dass an der Austeritätspolitik festgehalten wird, obwohl sie zur sozialen Katastrophe in den europäischen Ländern führt? Und wie kommt es, dass jetzt schon wieder vor zu viel Liquidität und Blasenbildung auf dem Finanzmarkt
Finanzmärkten gewarnt wird, obwohl sich doch alle nach dem großen Crash einig waren, dass es mehr Regulation braucht. Auf derlei Fragen, also welche AkteurInnen, Interessen und welche Mechanismen dahinter stecken, hinter diesen Beharrungstendenzen, könnte der heutige Vortrag vielleicht Antworten geben. Christoph Scharrer, unser Referent des Abends, der vielen hier sicher bekannt ist, wird sich den Zusammenhang von Finanzialisierung und Eurokrise anschauen und zu klären versuchen, ob der Finanzkapitalismus nun eigentlich in einer Krise ist und wenn dem nicht so ist, welche Dynamiken und Praxen dafür verantwortlich sein könnten. Noch ein paar Informationen zur Person. Er ist Leiter des Fachgebiets Globalisierung und Politik hier an der Universität Kassel, hat ursprünglich mal eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht, wechselte dann aber zum Volkswirtschaftsstudium nach Frankfurt und dann später zur Politikwissenschaft, wo er auch 1989 promovierte mit einer regulationstheoretischen Arbeit über die US-Auto- und Stahlindustrie. Er hat Lehre und Forschung gemacht als wissenschaftlicher Assistent am JF Kennedy Institut der Freien Universität Berlin und hat in diesem Kontext an verschiedenen Universitäten in den USA geforscht und gelehrt. 1999 hat er an der Freien Universität Berlin habilitiert und ging dann ein Jahr später, 2000, an die Universität Kassel für das neue Fachgebiet Globalisierung und Politik. Dort startete 2003 der englischsprachige Masterstudiengang Global Political Economy und im selben Jahr auch zusammen mit der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin der einjährige Masterstudiengang Labour Policies and Globalization. Jetzt engagiert er sich viel für die internationale Vernetzung des Fachgebiets, insbesondere im Rahmen des Global Labour University Netzwerks. Das ist ein Netzwerk von Universitäten aus Südafrika, Indien, den USA und eben auch Deutschland und im International Center for Development in Eastern Work, das ICDD. Veröffentlicht und gearbeitet hat er in den letzten Jahren vor allem zu den Themen TTIP, also das transatlantische Handels- und Investitionsabkommen, dessen Auswirkungen auf ArbeiterInnen, auf Arbeitsstandards, auf demokratische Prozeduren und auf die globalen Regeln des Handels. Er hat zu Arbeitsstandards in internationalen Handelsabkommen gearbeitet, zu den Widerstandskräften des Neoliberalismus, zu internationalen Arbeitsteilung, Ungleichheit und das führt uns dann auch zum Vortrag des heutigen Abends zu Effekten der Finanzkrise auf den Finanzsektor und die Hegemonie des Finanzkapitals. Und damit würde ich übergeben. Ja, herzlich willkommen zu dieser Vorlesung. Vielen Dank für die freundlichen Einführungsworte. Auch sehr schön diese Überleitung von einem zum anderen, so dass man ein bisschen erinnert, was beim letzten Mal passierte. Ich habe dieses Thema, das Verhältnis Finanzialisierung und Euro, Struktur des Vortrags. Ich werde erstmal die Finanzialisierung definieren. Zum Euro muss ich ja nicht so viel sagen, den hat ja jeder in der Tasche, mehr oder weniger davon. Dann werde ich allerdings stärker in die Geschichte eintauchen, die Genese der Finanzialisierung nachzeichnen und dann zur Rolle des Euros bei der Finanzialisierung kommen und zur Frage übergehen, warum Geldvermögensbesitzer am Euro festhalten. Und das ist vielleicht dann auch eine Antwort auf gewisse Fragen, die aus dem Vortrag von Heiner Flassbeck übrig geblieben sind. Und werde dann Reformhürden noch zeichnen. Was ich nicht machen werde, ist, wie man sie überspringt. Das ist dann ein anderer Vortrag, das können wir dann ein andermal machen. So, was ist Finanzialisierung? Das ist die Ausrichtung der Wirtschaft nach marktförmiger Absicherung der Zukunft. Etwas sperrig, aber nach meiner Ansicht ziemlich genau. Es geht nämlich darum, dass Unsicherheit, und wir haben immer Unsicherheit über die Zukunft, wir wissen nie so ganz genau, was die Zukunft für uns bringt. Diese Unsicherheit wird versucht, in Risiken umzuwandeln, die man dann berechnen kann und die man dann auch auf den Markt bringen kann, wo man dann Leute findet, die bereit sind, diese Risiken zu tragen gegen natürlich ein entsprechendes Entgelt. Und herauszufinden, was das entsprechende Entgelt ist, dafür nutzt man, jetzt eine etwas andere Sprache, die Weisheit der Menge oder eben die Weisheit der Marktakteure, die nun also gemeinsam dann entscheiden, was denn nun dieses Risiko kosten sollte. Und da ja
die Wirtschaftswissenschaften davon ausgehen, dass es immer ganz viele Marktteilnehmer gibt, ist also dann eben aus dieser Menge der Marktanteile wird dann die richtige Bewertung vorgenommen. Also sprich, man versucht nun die Zukunft abzusichern in einer marktförmigen Form. Was hat das aber eigentlich mit Finanzsystem zu tun? Na, Geld ist, was auf die Zukunft gerichtet ist. Ich habe Geld in der Tasche, weil ich davon ausgehe, dass ich mit diesem Geld morgen oder auch nächstes Jahr mir irgendein Gut besorgen kann oder irgendeine Dienstleistung bezahlen kann. Also das Geld in der Tasche ist immer selber schon was auf die Zukunft bezogenes. Und wenn ich natürlich einen Kredit vergebe, dann derjenige, der ihn nimmt, möchte was damit für die Zukunft machen. Er will damit investieren, entweder in sein schönes Eigenheim oder in eine Produktionsanlage. Und derjenige, der das gibt, der möchte natürlich Geld zurückhaben, und zwar ein bisschen mehr Geld, als er gegeben hat. Das. Also sprich, die Finanzfrage, das Geld ist immer eins auf die Zukunft gerichtetes. Und wenn ich von der Finanzialisierung spreche, dann spreche ich eben von einem Prozess, der noch längst nicht abgeschlossen ist, der auch von Region zu Region auf unserem Globus unterschiedlich sich entwickelt hat, aber ein Prozess, wo eben versucht wird, Risiken oder besser gesagt, genauer gesagt, Unsicherheit in Risiken zu verwandeln und diese Risiken dann eben über Märkte zu bewerten. Und dazu braucht man eine gewisse Infrastruktur. Man braucht deregulierte Finanzmärkte. Ich werde gleich darüber sprechen, was regulierte sind. Und man braucht auch Liquidität. Auch das werde ich gleich noch erklären. Das sind zwei Voraussetzungen für den Prozess der Finanzialisierung. Ein Instrument nun für die Zukunft ist die sogenannte Verbriefung. Und damit wird die Finanzialisierung auch häufig gleichgesetzt. Nach meiner Ansicht ist das aber insofern etwas falsch, weil man ein Instrument mit einem Prozess gleichsetzt. Es ist eben ein Teil der Finanzialisierung. Und im alten System ist es so, dass wenn man ein Haus bauen möchte, man zu einer Bank geht, Pfandbriefbanken, Hypothekenbanken, da gab es unterschiedliche spezialisierte Banken, und dann bekam man von denen das Geld, und die haben diesen Titel gegenüber einem selbst in ihren Büchern gehalten, und das wurde festgehalten im Grundbuchamt. Das. Und diese Banken selber haben sich auch über Märkte oder über Einleger finanziert, aber diese Finanzierung war nicht gekoppelt an die Hypothek als solches, sondern das war eine Finanzierung auf die Bank selbst. Und das hat sich jetzt geändert, und das nennt man eben die Verbriefung oder auf Englisch auch Originate and Distribute. Das heißt also, dass die Bank nun einen Hypothekenkunden findet, aber diese Hypothek nicht mehr zu Hause, also in der Bank behält, sondern diese Hypothek mit anderen Hypotheken bündelt in ein Paket und dieses Paket dann auf den Markt gibt. Und auf dem Markt dann wird es eben gekauft von sehr vielen Anlegern, und somit verteilt sich das Risiko, verstreut die Investoren. Das ist eben diese neue Welt. Es wird nicht mehr in der Bank gehalten, sondern es wird jetzt auf den Markt gebracht, und dort sind Marktteilnehmer, die nun also versuchen zu bewerten, was ist nun dieses Paket an Hypotheken wert, welche Risiken sind damit vielleicht verbunden. Diese Veränderung hat sich für die Finanzwelt recht positiv ausgewirkt, wie man hier sieht am Beispiel der USA vor der Krise, dass der Anteil des Finanzwesens an den Gesamtprofiten der amerikanischen privaten Körperschaften doch deutlich gestiegen ist. Und man kann auch sehen, dass die Gehälter mitgestiegen sind. Das sieht man hier auf der unteren, sieht man, dass also hier das Finanzwesen mit dieser Veränderung auch einen größeren Teil des Kuchens abbekommen hat. Und wenn man jetzt dann Zahlen dann
seit der Krise sieht, dann haben sie sich relativ rasch wieder erholt. Wir sehen auch einen höheren Konzentrationsgrad im Bankenwesen gegenüber vorher, was auch theoretisch sehr leicht zu erklären ist. Jetzt aber zunächst erstmal noch zu der Frage der Deregulierung, der Voraussetzung für den Finanzialisierungsprozess. Und ich habe jetzt mal das Beispiel USA genommen, weil gemeinhin verbindet man ja mit den USA immer den völlig freien Wildwestkapitalismus. Aber das ist ein falsches Bild, wenn man in die Geschichte guckt. Wir haben quasi eine Periode von 1930 bis Ende der 70er Jahre, wo das Finanzwesen in den USA sehr stark reguliert war. Und institutionell wurden die normalen Banken, die eben Spareinlagen genommen haben und die Kredite vergeben haben, getrennt von denen, die Emissionsgeschäfte betrieben haben. Sprich also Investment Banking. Das war eine scharfe Trennung, damit eben nicht die Spareinlagen in die Spekulation des Investmentbankings reinkommen und hiermit dann plötzlich eine Krise entsteht, auch für diejenigen, die gar nicht bei den Spekulationen dabei waren. Es waren auch Zinsobergrenzen gesetzt worden, das ist auch sehr interessant, also dass der Staat quasi den zentralen Preis des Finanzwesens, nämlich die Zinsen, setzt und Eigenkapitalvorschriften, was also die Banken selbst an Risiko übernehmen müssen. Und es wurde dann auch das, was alles sich auf die Zukunft bezog, der Optionshandel, das war sehr beschränkt auf wenige Bereiche, vor allem erstmal im Agrarbereich. Und der andere Aspekt ist die Liberalisierung. Man sagt also Deregulierung eher, was intern passiert innerhalb des Landes. Und die Liberalisierung ist die Liberalisierung gegenüber dem Ausland, sprich die Öffnung der Grenzen, die Möglichkeiten, sich im Ausland zu verschulden. Das war eben früher nicht möglich. Das waren Kapitalverkehrskontrollen für die meisten Länder, selbst für die USA dann später in den 60er Jahren auch, dass also hier Grenzen bestanden im Finanzaustausch mit dem Ausland, also Beschränkung der Verschuldungsmöglichkeiten, Beschränkung des Gewinntransfers und auch Beschränkung der Präsenz ausländischer Banken im Inland. Die andere Voraussetzung für die Finanzialisierung ist, dass es auch liquide Mittel gibt, dass also Geld vorhanden ist, das sich anlegen möchte. Und hier ist natürlich der normale Prozess erstmal eine längere friedliche Entwicklung, erlaubt eben Kapitalakkumulation, was ja erstmal sehr positiv ist gegenüber Kriegen, wo sowas dann kaputt geht. Hier gab es dann Entwicklungen zu neuen Modellen. Früher war eben Aktienbesitz sehr beschränkt auf vermögende Kreise. Und durch die Investmentzertifikate wurden das eröffnet auch für normale Sparer, die nun also einen Teil ihres Sparvermögens in Investmentfonds anlegen konnten. Und in manchen Ländern und auch in Deutschland seit Rister gibt es auch einen stärkeren Anteil an privater Altersversicherung. Das ist insbesondere im angelsächsischen Bereich jetzt eine sehr große Größe geworden. Auch hier muss man wieder vorsichtig sein. Früher war das nicht so der Fall. Früher lief doch sehr viel der Absicherung auch über den Staat. Der Altersabsicherung, die ist zwar geblieben, aber auf dem Niveau eingefroren und der Rest wird eben ganz stark über private Absicherung gesteuert. Und das Ganze führt zu dem Herausbilden neuer Akteure, die wir institutionelle Anleger nennen, die eben für diese Fondsgesellschaften, für diese Investmentgesellschaften, für Hedgefonds und so weiter, für die Pensionsfonds das Geld anlegen, und zwar als Professionelle, die sich 24 Stunden mehr oder weniger damit beschäftigen und eben was anderes sind als Privatanleger, die ab und zu mal gucken, was an der Börse passiert, die eben ständig dabei sind. Und eine andere Quelle, und die hat Herr Flassbeck sicherlich gut erklärt in der letzten Woche, das sind die Zahlungsbilanzungleichgewichte. Und
sehr ausgeprägt Deutschland gegenüber dem Rest der Welt, China gegenüber der Rest der Welt. Und diese führen eben auch zu liquiden Mitteln, die irgendwo nach Anlage suchen. Das sei es eben in griechischen Regierungsanleihen oder was Ähnliches. Also wir haben eine Situation einer hohen Liquidität auf den Weltmärkten, Finanzweltmärkten, die eben den Finanzialisierungsprozess unterfüttern. Das ist das entscheidende Argument hier. Wenn wir jetzt aber uns mit der Geschichte der Finanzialisierung auseinandersetzen, dann stoßen wir auf ein ganz interessantes Phänomen, was häufig übersehen wird. Wir verbinden meistens mit Finanzialisierung, dass die bösen Amerikaner nun mit ihrem Marktmodell nach Deutschland kommen und nun hier unser schönes Modell Deutschland zerschlagen. Wenn man aber genauer hinguckt in der geschichtlichen Entwicklung, die der Chronologie folgt, ist es erstmal so, dass die Verlierer des Zweiten Weltkriegs, Deutschland und Japan, dann dank der amerikanischen Hegemonie sich rekonstruieren konnten und dann sehr erfolgreich auf den amerikanischen Markt kamen. Mit so großem Erfolg, dass die USA, die für einen sehr langen Zeitraum immer mehr exportiert hat, als sie importiert hat, plötzlich mehr importiert hat, als sie exportiert hat, also Handelsbilanzdefizite erwirtschaftet hat. Und das ging für eine längere Zeit nicht so gut und man hat sich dann entschieden, und das ist wirklich der entscheidende Schritt auf der Weltebene hin zur Finanzialisierung, dass man das Wechselkursregime, das noch im Zweiten Weltkrieg zwischen England und USA ausgehandelt wurde, nämlich ein fixes, auf den Dollar bezogenes Wechselkursregime, dass man das aufgegeben hat und Währungen nun auch dem Markt überlassen hat. Was nun eine Währung im Verhältnis zu einer anderen Währung wert ist. Und das hat dazu geführt, dass der Währungshandel und insbesondere dann der Handel über die zukünftige Entwicklung von Währungsschwankungen begonnen hat. Und zwar dann in einem sehr großen Stil. Wir also hier in einer gewissen Weise den internationalen Ursprung des neuen Spekulationswesens haben, aber einen realen Kern hat, weil natürlich die Exportwirtschaft sich absichern möchte gegenüber Währungsschwankungen und deswegen nun ein Counterpart sucht, also eine Gegenpartei sucht, die bereit ist, eine solche Absicherung vorzunehmen. Also hier auch eine Absicherung gegenüber der Zukunft und hier treten dann eben Banken, Spekulanten auf, die diese Bereitschaft haben, darüber nachzudenken, was sie denken, wie nun der Wechselkurs sich vielleicht entwickeln könnte, was sie dafür ein Risiko eingehen würden, wie teuer das dann eigentlich dem Kunden zu stehen kommen sollte. Somit haben wir hier also diese zukunftsbezogenen Geschäfte bei Beginn der Aufhebung des fixen Wechselkursregimes, dem Übergang zum flexiblen Wechselkurs. Das ist auf der internationalen Ebene. Wenn wir uns jetzt innerhalb der USA die Prozesse der Auflösung der harten Regulierung des Finanzwesens anschauen, dann müssen wir uns erstmal anschauen, was ist bei den Industriebetrieben passiert. Und da ist es so, dass die Industriebetriebe ihre Marktbeherrschung aufgrund des Erfolges der Japaner und der Deutschen verloren haben. Sie haben also nicht mehr die Preise setzen können. Für eine sehr lange Zeit waren diese Industriebetriebe quasi die Geldsammelstellen, weil sie eben die Märkte beherrschten und die Wall Street hat kaum eine Rolle gespielt. Es war US Steel, es war General Motors und so weiter, wo das Geld hinfloss. Die konnten alles aus sich selbst finanzieren. Die Wall Street hat kaum eine Rolle gespielt. In dem Moment, wo sie aber die Preise nicht mehr setzen konnten, sondern harter ausländischer Konkurrenz ausgesetzt worden waren, in dieser Situation mussten sie nun auf die Wall Street zurückgreifen. Oder die Wall Street hat versucht, auf sie zu greifen, nämlich ihre Schwäche auszunutzen. Und eine der ersten Schritte waren in den 70er Jahren, dass große Konglomerate entstanden sind, wo man dann beispielsweise einen Stahlkonzern eingegliedert hat,
den man heruntergewirtschaftet hat, aber man hat eben viel Geld daraus machen können, weil man eben nicht mehr neu investiert hat. Man hat einfach den hohen Kapitalstock, den so ein Stahlwerk darstellt, hat man gemolken. Das ist Cashflow Milking, nennt man das in der amerikanischen Finanzsprache. Man hat also einfach noch die Maschinen so lange oder die Stahlöfen so lange laufen lassen, bis sie kaputt waren, und in dieser Phase hat man eben gut Geld verdient. Später, in den 70er Jahren oder mehr oder weniger auch zeitgleich, kam es zu einer Inflation, die auch zum Teil mit dem Ausland zu tun hatte. Und zwar insofern, dass nun also die Konzerne noch versucht hatten, ihre Profite zu halten, indem sie eben noch das an Marktmacht, was sie hatten, ausnutzten und die Preise immer steigen ließen. Und somit kam es zu einer ziemlich heftigen Inflation, die bis zu 17% im Jahr waren. Also wenn man nicht mehr verdiente und am Ende des Jahres waren dann 17% Inflation, hat man also 17% weniger in der Hosentasche gehabt. Und das hat dazu geführt, dass man in den USA dann die Zinsbegrenzungen aufgehoben hat. Weil wer will denn sein Geld bei der Bank aufheben, wenn ich da nur 3-4% bekomme, wenn die Inflation 17% ist? Das war also ein ganz starker politischer Druck, der dazu geführt hat, dass man die Zinsbegrenzungen beendet hat. In den 80er Jahren sehen wir dann, und hier gibt's auch schöne Filme dazu, wie dann auf der Wall Street man erkennt, dass man Unternehmensanleihen auf den Markt bringen kann von Unternehmen, die vielleicht gar nicht so gut am Markt stehen, aber dass, wenn man das in der großen Menge macht, das einzelne Risiko beherrschbar bleibt. Und das waren dann die sogenannten Junk Bonds. Und damit konnten einige Wall Street Akteure sehr große Mengen an Geldern mobilisieren, mit denen sie dann Firmen aufkaufen konnten. Sie konnten also Firmen dann übernehmen, und damit hat sich auch das Verhältnis zwischen den Bossen der Industrie und den Wall Street Akteuren stark verändert. Wir haben das selbst in Deutschland auch mal erlebt bei Mannesmann. Mannesmann hat ja die Telekommunikation vorangetrieben, das Handy vorangetrieben, und es war damals ja ganz logisch, dass ein Mannesmann Boss nicht jetzt irgendwie nach London geht und irgendwelchen jungen Investmentbankern erzählt, was er für eine Strategie für seinen Stahlkonzern fährt. Aber in der Zeit danach, als eben Mannesmann in die Telekommunikation einstieg und die Finanzialisierung stattgefunden hatte, die Möglichkeiten über Junkbonds nun Firmen zu übernehmen, da war dann eben ein solcher Manager gezwungen, nun nach London zu gehen und da eine sogenannte Roadshow zu machen, sich also jungen, hinter den Ohren noch grünen Leuten zu stellen mit Fragen, die früher völlig unmöglich gewesen wären, was er denn nun mit seinem Konzern dann auch machen möchte. Und die Angelsachsen haben dann tatsächlich es geschafft, mit Vodafone so viel Finanzkapital zu akkumulieren, um eben Mannesmann dann zu übernehmen. Und seitdem gibt es eben nicht mehr Mannesmann alleine, sondern es ist jetzt eingegliedert in den Vodafone-Konzern. Und das war eine sehr klare Finanzialisierungsaspekt, nämlich die Möglichkeit, nun über die Finanzmärkte Firmen zu kaufen und zu verkaufen, die vorher eigentlich nicht zum Verkauf dastanden, weil man gar nicht die Möglichkeit hatte, solche große Firmen tatsächlich zu übernehmen. Also es gab, entstand dann ein Markt der Unternehmenskontrolle. In diesem Zeitraum finden dann auch gesetzliche Veränderungen statt, und zwar sehr viele, und ich nenne hier nur ganz paar. Wir am Ende dieses Zeitraums wurde dann tatsächlich das Trennbanksystem, also die Trennung von dem normalen Bankengeschäft vom Investmentbanking, wurde aufgehoben. Das war schon vorher immer weniger scharf, diese Mauer, immer mehr abgebaut, aber dann 98 ist sie ganz weggenommen worden. 2004 beispielsweise durften die Maklertöchter der Investmentbanken völlig frei agieren, und das haben sie ja auch gemacht,
und die waren dann schwer aktiv dann bei der sogenannten Hypothekenkrise in den USA, die dann zu der allgemeinen Krise 2007 überführte. Und was, glaube ich, noch entscheidender ist, dass spezifische Innovationen im Finanzsektor, dass diese Innovationen nicht einer neuen Regulierung unterworfen wurden. Das heißt, dass also Innovationen zugelassen worden waren, ohne dass man geprüft hat, inwiefern diese Innovationen vielleicht zu einer Destabilisierung des Finanzsystems führen könnte. Das. Was waren nun die Rückwirkungen auf Europa? Ich habe gerade erzählt, dass also Deutschland und Japan durchaus mit beigetragen haben, eben durch die Konkurrenz, dass sie eben das alte amerikanische System dann angebrochen hatten. Das aber im Zuge dieser Verschiebung der Macht von den Industriekonzernen der USA hin zur Wall Street, die Wall Street, und das habe ich ja auch am Beispiel von Mannesmann aufgezeigt, die Wall Street dann ein entscheidender Akteur wurde, den man nicht unberücksichtigt lassen konnte in Europa. Wir haben bei dem ersten Aspekt des Übergangs zu flexiblen Wechselkursen eine Rückwirkung insofern, dass nun auch in Europa dann, da die Währungen ja nicht mehr direkt an den Dollar politisch gekoppelt waren, auch untereinander schwanken, sodass in dem Bereich, wo besonders viel Handel betrieben wurde, innerhalb der Europäischen Union, eben auch die Wechselkurse ein großes Risiko für die Exporteure darstellten. Und von daher haben wir gleich zu Beginn dieser Phase, Mitte der 70er Jahre, Versuche, die europäischen Währungen, die westeuropäischen Währungen, irgendwie miteinander zu verkoppeln, Stabilität da reinzubringen. Das. Und das ist nur Schritt für Schritt gelungen und ist auch manchmal erstmal in eine Krise geraten. Wir wissen, dass Anfang der 90er Jahre Soros sehr erfolgreich gegen das Pfund spekuliert hat, was sich angekoppelt hatte an kontinentaleuropäische Währungen. Und er gesehen hat, dass diese Kopplung so nicht funktioniert und vorausgesehen hat, dass man das sprengen kann und genügend Kapital mobilisieren konnte nun gegen das Pfund und damit dann, glaube ich, 600 Millionen Pfund damals verdienen konnte innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne. Diese Krisen haben allerdings natürlich dazu geführt, dass man nochmal nach neuen Wegen gesucht hat, die Währungen zu koppeln, und der Wille zum Euro, also der völligen Kopplung der Währung, der Aufhebung der Währungen, ist dadurch gestiegen. Es gab aber auch noch einen anderen Grund, hin zum Euro zu gehen, weil nämlich die Konkurrenz oder das Bestehen unterschiedlicher Währungen innerhalb von Europa zu einer Konkurrenz der Währungen führt. Und bei einer Konkurrenz gibt es Gewinner und Verlierer. Und in dieser Konkurrenz war die D-Mark der Gewinner, weil die D-Mark stabiler war aufgrund der Exporterfolge und aufgrund der stark antiinflationären Politik der Bundesbank. Und somit hat dann die Zinspolitik der Bundesbank die Zinspolitik der anderen Länder vorgegeben. Wenn die anderen Länder eine geringere Zinsen machen wollten, um ihre Wirtschaft anzukurbeln, dann liefen sie Gefahr, dass die Investoren in die D-Mark wechseln und ihre eigene Währung verlassen. Und somit hat eben Frankfurt hier in dieser Konkurrenz den entscheidenden Mittelpunkt dargestellt. Und da gab es eben von den anderen, vor allem aus Italien und Frankreich, das starke Bedürfnis, diese Machtstellung der Bundesbank durch eine gemeinsame Währung zu unterminieren. Wir haben gesehen, Flassbeck hat das wahrscheinlich gut aufgezeigt, dass das eine doch fehlgeleitete oder eine nicht besonders gut gesicherte Hoffnung war, dass also die Hegemonie der D-Mark zwar gebrochen wurde, aber nicht unbedingt die Macht nun Deutschlands.
Wir haben also einmal aufgrund der Schwankungen zwischen den Währungen und zum anderen aufgrund dann der Hegemonie der D-Mark einen Wunsch nach einer festeren Kopplung, der dann sich langsam erfüllt und in den Euro mündet. Es wird also ein einheitlicher Währungsraum geschaffen. Und was hat der nun mit der Finanzialisierung zu tun? Wenn ich einen einheitlichen Währungsraum habe, dann kann ich keine Kapitalverkehrskontrollen mehr haben. Weil ich habe ja eine Währung, eine Zentralbank, das. Und somit habe ich den freien Fluss des Kapitals. Bevor der Euro eingeführt wurde, hatten wir schon die ersten Schritte in den Ländern, die noch hohe Kapitalverkehrskontrollen hatten, beispielsweise unser Nachbarland Österreich, Italien, das waren zwei Länder mit sehr hohen Kapitalverkehrskontrollen. Das. Wenn ich diese Kapitalverkehrskontrollen wegnehme, dann erleichtere ich die Kapitalflucht, sprich von denen, die ihrer eigenen Regierung, ihrem eigenen Land nicht trauen, dass die ihr Geld woanders hinbringen. Was sich auch verändert ist, wer nun die Staatsschulden in den Händen hält. Und das hat ganz massive Folgen, die ich gleich erklären will. Und dann gibt es noch die Finanzmarktkonkurrenz, also die Konkurrenz darum, wer denn nun in einem gemeinsamen Finanzmarkt nun den zentralen Markt auch darstellt. Zugespitzt ist es Frankfurt, Paris oder London. Na, da. Nochmal diese Punkte einzeln. Die Kapitalflucht wird eben leichter, dadurch, dass man ja nicht mehr umtauschen muss. Sie wird aber auch nicht besonders notwendig eigentlich, weil man ja denkt, man hat jetzt eine stabile Währung und man kann nun sein Geldvermögen sicher in dieser Währung, in der eigenen nun Währung auch anlegen. Das. Was aber die Krise gezeigt hat, ist, dass der Euro nicht gleich Euro ist. Dass eben der deutsche Euro sich von dem griechischen Euro unterscheidet, weil es eben keine allgemeine Garantie für die Staatsschulden gibt der einzelnen Länder. Und in dem Moment, wo eben in Griechenland der griechische Staat im hohen Maße private Schulden übernommen hat, somit selbst groß zum Schuldner wird, und nun die internationalen Investoren sehen, dass eventuell Griechenland nicht auf die Solidarität der anderen Länder rechnen kann, dass die nicht die Unterstützung haben, dass also Griechenland bankrott erklären kann, dass dann das Zinsniveau in Griechenland eben durch die Decke schießt. Dass man eben eine riesige Risikoprämie verlangt, um weiterhin eben Euroanleihen aus Griechenland zu halten. Und das bedeutet eben auch, dass nun die Kapitalflucht doch einsetzt, weil man nun versucht, eben aus dem griechischen Euro in den deutschen Euro, in den niederländischen Euro umzuwechseln und eben hier dann Grundvermögen, ähnliche, aber auch einfach Staatstitel kauft. Also von einem Land, wo die internationalen Investoren nicht sicher sind, dass es tatsächlich seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, in ein Land, wo man meint, dass es in der Lage ist, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Also sprich, dadurch, dass man eben ein System errichtet hat, was zwar zunächst den Anschein hatte, dass jeder Euro gleich ist, aber nachher eben doch nicht, weil man nicht diese Solidarität zwischen den Ländern hat, ermöglicht man die Kapitalflucht. Und die Kapitalflucht ist eben auch eins der Gründe, warum die Eliten von den Ländern, die in Schwierigkeiten sind, gerne am Euro festhalten.
weil es ihnen nämlich erlaubt, weiterhin ihr Geld ins Ausland zu bringen, ohne irgendwelche großen Hürden. Siehe also, eine Frage ist der Beziehung zwischen denen, die Kapital oder Geldvermögen haben und denen, die keins haben, die die Geldvermögen haben, wollen diese Möglichkeit des Ausweichens von einem Land, wo sie nicht sicher sind, ob sie stärker herangezogen werden, für das Überleben des Landes, für das finanzielle Überleben des Landes, hin eben in eine andere Region. Was bedeuten nun Staatsschulden in ausländischen Händen? Wir wissen, dass Japan unglaublich hohe Staatsschulden hat. Zweimal oder dreimal so viel wie Deutschland im Verhältnis zu seiner Wirtschaftskraft. Und keiner zittert über Japan. Während wenn Griechenland das hat, werden alle völlig nervös, obwohl Griechenland viel, viel kleiner ist und viel weniger Leute berührt, als wenn eben Japan in Schwierigkeiten kommt. Und der Unterschied zwischen Japan und Griechenland ist ein ganz einfacher, dass es eben die Japaner sind, die die japanischen Staatsschulden halten und eben nicht irgendwelche internationalen Anleger. Die internationalen Anleger spielen kaum eine Rolle im japanischen Schuldenbetrieb. Und das galt auch früher in Italien. Auch Italien hatte einen hohen Schuldenstand und das war eigentlich kein Problem. Wirtschaftlich. Umverteilungsmäßig natürlich, weil die Reichen, die haben keine Steuern gezahlt. Und das, was sie nicht an Steuern gezahlt haben, haben sie gespart und haben sie dem Staat wiedergegeben und dafür haben sie sogar Zinsen kassiert. Das ist also eine Umverteilung von unten nach oben gewesen, das. Aber für die Stabilität des Systems war es kein Problem, weil wenn Probleme für den Staat aufkommen, kann er natürlich seine eigenen Staatsbürger und Staatsbürgerinnen besteuern und heranziehen oder sie schlicht enteignen. Das ist dann intern im Land. Und das ist halt eine interne Auseinandersetzung. In dem Moment, wo aber die Staatsschulden von ausländischen Investoren übernommen werden, ist es eben keine inländische Sache mehr. Und das ist eben diese ganz seltsame Sache, dass hier private Akteure wie die Deutsche Bank in Griechenland Kredite vergeben, griechische Institutionen diese Kredite nicht zurückzahlen können, damit die Wirtschaft nicht zusammenbricht in Griechenland völlig, der griechische Staat diese Schulden übernimmt, und plötzlich wird aus einer privaten Sache eine öffentliche und nämlich nicht mehr zwischen der Deutschen Bank und griechischen Unternehmen, sondern plötzlich zwischen unserer deutschen Regierung und der griechischen Regierung. Und plötzlich redet man im Deutschen Bundestag darüber, was die Griechen machen sollen. Und das ist natürlich völlig unmöglich für die europäische Idee. Dass man in Deutschland darüber nachdenkt, was die Griechen machen sollen. Das ist ein wunderbares Rezept, um Europa kaputt zu machen. Das ist aber eben die Folge davon, dass eben dann Staatspapiere von ausländischen Investoren gehalten werden. Und deren Regierungen dann natürlich ein starkes Interesse haben, dass ihre Investoren nichts verlieren. Im richtigen Krisenfall ist es natürlich völlig berechtigt, weil es nämlich bedeuten würde, wenn ihre Investoren da richtig viel verlieren, dass insgesamt auch im heimischen Land Finanzkräche zu vermuten sind. Wenn die Krise nicht ganz so akut ist, dann ist es natürlich eine Machtfrage, dass diese Investoren natürlich auch in Deutschland einen guten Zugriff haben zur Bundesregierung. Und wir wissen, dass Ackermann da immer ein gutes Ohr hatte bei der deutschen Regierung. Wir haben also durch diese Veränderung mit dem Euro und der Aufhebung der Kapitalverkehrskontrollen eine neue Beziehung zwischen den Ländern über die Finanzialisierung erhalten. Und dann gibt es noch durch die Liberalisierung und dann die Schaffung eines großen Währungsraums eine stärkere Konkurrenz um die Finanzstandorte.
Und ich hatte es vorhin ja schon genannt, also mit Frankfurt und Paris quasi innerhalb des Euros oder dann eben doch noch außerhalb des Euros in London. Und diese Konkurrenz, die natürlich dann auch mit Arbeitsplätzen, mit Steueraufkommen und so weiter verbunden ist, führt dazu, dass Regierungen dann bereit sind, den Interessen der Finanzakteure nachzukommen. Und unser wunderbarer ehemaliger Oberbürgermeister von Kassel, dem wir es zu verdanken haben, dass unsere Universität hier auf dem Henschel-Gelände ist und nicht irgendwo auf der grünen Wiese, dass sie also hier doch relativ gut zu uns kommen können. Dieser als Finanzminister hat leider eben nicht auf Flassbeck mehr hörend, weil der schon seinen Job verloren hatte, hat leider dann sich doch sehr an diesen Finanzakteuren in Frankfurt orientiert und es kam dann ein Gesetz nach dem anderen, das zur Deregulierung des deutschen Finanzsystems beigetragen hat. Die europäische Ebene hat auch nochmal nachgeholfen, indem sie ganz stark Druck gemacht hat auf unsere gemeinwirtschaftliche Banken, die Sparkassen und hier vor allem auch die Landesbanken. Und hier haben eben die privaten Banken die Euro-Schiene genutzt, die europäische Schiene genutzt, um ihre Konkurrenten vor Ort zu bedrängen. Und das Resultat war, dass die Staatsgarantie von diesen gemeinwirtschaftlichen Banken weggenommen wurde und die somit dann quasi erstmal ihr Geschäftsmodell verloren haben und dann bereit waren, das waren leider die meisten Landesbanken, bereit waren, stärker mitzumischen im internationalen Casino mit natürlich leider sehr negativen Folgen dann für die Institute selbst, aber eben auch für die Steuerzahler. Und dann haben wir eben auch noch eine Teilprivatisierung des Rentensystems. Hier haben wir vielleicht Glück gehabt durch die Finanzkrise, dass die Finanzkrise dann doch relativ bald kam, sodass weitere Schritte der Privatisierung, der Altersversorgung gestoppt wurden. Aber die Altersversorgung über private Märkte ist eben die Methode, Liquidität zu schaffen für den Finanzkapitalismus. Und wenn man den Finanzkapitalismus begrenzen will, dann ist es ganz zentral, dass man eben an unserem alten Umlagesystem für die Altersvorsorge festhalten. Was sind jetzt die Hürden, wenn man an eine Reform denkt? Warum hat sich doch relativ wenig verändert? Und hier ist erstmal festzuhalten, dass der Finanzkapitalismus oder der Prozess dieser Finanzialisierung sich eingeschrieben hat in viele Praxen. Man muss also sehr viele Praxen ändern wieder, um ihn loszuwerden. Und deswegen bekommt man ihn eben nicht so leicht los. Insbesondere in den USA sind die Löhne eben nicht mehr der Produktivität gefolgt. Die Löhne sind zum Teil sogar gesunken, insbesondere für die mit geringen oder geringen nachgefragten Qualifikationen. Und somit hat sich da eine Lücke aufgetan und diese Lücke wird eben durch Kredite gefüllt. Und somit spielen diese Kredite an die normalen Haushalte eine Rolle für die Stützung der Konjunktur. Will man das zurückfahren, will man die Verschuldungsgrad der privaten Haushalte eindämmen, hat man natürlich mit Wohlstandsverlusten auch zu rechnen, weil das bedeutet weniger Konsum und weniger dann natürlich Nachfrage nach Arbeitskraft. Was auch der Fall ist, ist es nicht nur, dass quasi die Banken nun anfangen zu spekulieren, sondern die großen Konzerne, soweit sie eben eine Marktmacht haben und somit liquide sind, sind selber Spekulanten geworden und nutzen nun auch entweder die Märkte direkt oder über die Banken. Und somit kann man nicht sagen, jetzt habe ich hier so einen Bereich der Wirtschaft, den kann ich jetzt irgendwie zurückdrängen und einschränken. Nein, ich habe eben viele Bereiche der Wirtschaft, die mit dabei sind und somit dann auch sich solidarisch erklären.
Dann gibt es natürlich eine ganz starke Lobby, das muss ich hier jetzt nicht groß ausführen. Und in der Krise, das kennen wir, gibt es eben die Panikmacht, wenn das Finanzband reißt, besteht die Gefahr für die Gesamtwirtschaft. Und man muss eben nun dafür sorgen, dass dieses Finanzband sofort wieder geflickt wird. Und das wird wie geflickt? Natürlich mit der Garantie der Steuerzahler. Eine weitere Hürde ist natürlich, bei globalisierten Märkten muss man auch globale Regeln finden. Und wenn nun mal diese Finanzzentren in der Konkurrenz miteinander stehen, ist eine gemeinsame Regelung schwierig. Die Engländer beispielsweise innerhalb der Europäischen Union wollen spezifische Begrenzungen ihres Finanzmarktes nicht hinnehmen, weil das ist ja quasi, womit eben die City of London ihr Geld verdient. Und somit sie dann auch ihre Regierung hinter sich bringt und dafür Sorge tragt, dass die Einschränkungen nicht zu groß sind. Und dann hatte ich vorhin auch schon ausgeführt, dass Geldvermögensbesitzer natürlich ein starkes Interesse haben, ausweichen zu können, entweder in Steueroasen, wenn die geschlossen sind, zumindest dann nochmal so viel Geld dann innerhalb Europas sicher zu gehen, eben aus Portugal oder Griechenland und so weiter in die Euro-Nationen, die weniger in Gefahr stehen, dass sie zahlungsunfähig werden. Und dann sind auch nochmal institutionelle Kompatibilitäten mit zu berücksichtigen. Wenn ich freie Devisenmärkte habe, dann brauche ich, was in der Fachsprache Hedging heißt, dann brauche ich eben auch Absicherungsgeschäfte. Da brauche ich eben Institutionen, institutionelle Anleger, die bereit sind, dann auf Risiko zu gehen und nun also die Exportwirtschaft abzusichern mit Währungsgeschäften. Ich müsste also, um diesen Bereich einzuschränken, muss ich den nächsten Schritt machen. Ich muss eben schauen, dass die Wechselkurse fixiert sind. Das ist jetzt auf globaler Ebene. Innerhalb von Europa sind sie ja fixiert. Bei der Altersvorsorge, das ist auch jetzt nicht das große Thema für Deutschland, aber das große Thema für die USA, da sind natürlich die Pensionsfonds, die zum Teil sogar von den Gewerkschaften geleitet werden, sind satzungsmäßig ja gezwungen, das meiste rauszuholen aus den Finanzmärkten, um eben ihren Mitgliedern, die dann später in Rente gehen, genügend Rente zur Verfügung zu stellen. Das. Und also auch hier wieder, jetzt mehr für die USA als für uns, bedarf es einer ganz entscheidenden Veränderung. Also Alterssicherungssysteme zu verändern, das ist nicht eine Sache, die man von heute auf morgen schafft, sondern es ist eine sehr umfassende Umwälzung nötig. Und zum Glück auch in Deutschland nicht mehr zentral, aber für die USA sehr zentral. Das sind die Studiengebühren, wo eben doch der durchschnittsamerikanische Student mit ungefähr $30,000 die Uni verlässt. Spreche ich hier gar nicht von den Elite-Universitäten, sondern wirklich im Durchschnitt mit $30,000 verlässt. Und hier gibt es natürlich auch einen Wunsch, über gut funktionierende Kreditmärkte günstige Konditionen zu erhalten. Also auch hier wäre jetzt für die USA eine massive Umsteuerung. Man müsste eben hier so, wie das auch im Hessenland schön funktionierte, dann die Studiengebühren wieder abschaffen. Aber eine Studiengebühr von 500 Euro lässt sich leichter abschaffen als eine Studiengebühr von 15.000 Euro, weil natürlich diese 15.000 Euro wesentlich wichtiger für das Gesamtsystem sind als die 500 hier. Die waren nicht wichtig für das Gesamtsystem, das war nur der Eintritt in eine weitere Entwicklung, die glücklicherweise gestoppt wurde. Somit zum Ende. Kann Finanzialisierung begrenzt werden? Ich will jetzt nicht zu pessimistisch klingen. Ich sage im Prinzip ja, man kann politisch sehr viel bewirken, wenn man kollektiv handelt. Aber A ist natürlich das Finanzsystem nicht alleine schuldig für gewisse Probleme des Kapitalismus. Das kann ich vielleicht nachher nochmal ausführen, weil es da Bedarf gibt. Also die Frage der allgemeinen Überakkumulationstendenzen im Kapitalismus. Dann aufgrund der Globalisierung oder auch schon im europäischen Raum bedarf es eben auch des kollektiven Handels, des grenzüberschreitenden kollektiven Handels, was nicht so einfach ist.
dann ist es eben auch eine Klassenfrage derer, die eben Vermögen haben, Geldvermögen haben, die haben deutlich andere Interessen, nämlich Interessen an diesem finanzialisierenden Kapitalismus festzuhalten. Es ist leider auch nicht so einfach in guten Zeiten, weil man dann denkt, ach, das Finanzsystem ist ja nicht so problematisch. Wenn es zum Crash kommt, kann man auch nicht viel machen, weil man ja jetzt erstmal das Finanzsystem wieder flicken muss, um zu verhindern, dass die Gesamtwirtschaft abschmiert. Das. Und dann ist es auch so, dass wenn man dann tatsächlich regulierend eingreifen kann und erfolgreich ist, dass man meistens nicht so umfassend reguliert, dass man tatsächlich die großen Risiken wegdrängen kann, ausgrenzen kann, sondern eher doch deutlich darunter bleibt. Und wenn man deutlich darunter bleibt, dann führt das häufig eher dazu, dass man die verbleibenden Finanzgeschäfte legitimiert. Und die verbleibenden Finanzgeschäfte sind immer noch so volatil, dass Krisen nicht ausgeschlossen werden können. Das heißt also, dass auch Regulierung auf niedrigem Niveau, also mehr Regulierung auf niedrigem Niveau, einem eher Sicherheit vorgaukelt, als dass es nun tatsächlich Sicherheit schafft. Ja, und wer mehr dazu wissen will, wir haben letztes Jahr ein nettes Buch gemacht über Financial Cultures und als die Krise anfing, hatten wir auch schon mal eine nette Vorlesungsreihe und aus dieser Vorlesungsreihe ist dieses Buch Perspektiven auf die Finanzwirtschaft, auf die Finanzkrise, nicht Wirtschaft, auf die Finanzkrise entstanden. Ja, damit beende ich erstmal diese doch etwas längliche Einführung und bin offen für Ihre Fragen. Beginnen wir mit der Begrifflichkeit. Securitization ist einfach der amerikanische oder englische Begriff für Verbriefung. Und die Securitization ist eben die Rückführung, der Verzicht auf eben die Verbriefung. Reformen. Die Reformen haben sich vor allem auf das Eigenkapital bezogen. Man möchte, dass die Banken mehr Eigenkapital vorhalten und somit stärker auch mit Risiken belastet werden und falls es zu einer Krise kommt, auch selber diese Krise stemmen können. Und nun ist die Frage, wie umfangreich wird die nächste Krise? Wenn die nächste Krise denselben Umfang hat wie die vorangegangene Krise, dann ist es mit ziemlich großer Sicherheit festzuhalten, dass die heutige Eigenkapitalisierung dieser Banken nicht ausreicht. Das, weil ihnen auch ein längerer Zeitraum gelassen wird, das aufzubauen. Wenn Krisen haben sich in der Vergangenheit eigentlich dadurch ausgezeichnet, dass sie von Mal zu Mal etwas größer wurden. Von daher ist auch zu vermuten, dass es noch weniger ausreichend ist. Ein zweiter Schritt war nun auch ein Sicherungsfonds der privaten Finanzakteure einzurichten. Und dieser Sicherungsfonds wird auch eine sich wiederholende Krise nicht retten können, sondern die Krise muss sehr klein ausfallen, damit dieser Sicherungsfonds auch ausreicht. Das sind im Wesentlichen erstmal die Strategien. Ganz interessant ist auch, dass man jetzt nun die weitere Vertiefung des europäischen Finanzmarktes anstrebt. Also eine Bankenunion, einen noch freieren Kapitalmarkt. Und da gibt es von den Befürwortern die These, dass sowas zur größeren Sicherheit führt. Es gibt von den Gegnern nach meiner Ansicht die plausible These, dass gerade wenn man die Trennwände zwischen den einzelnen Finanzräumen wegnimmt,
dass dann die Gefahr des Überschwappens von dem einen ins andere größer wird. Und dass gerade ein größerer Liquiditätspool sich dann dem Herdenverhalten nähert, was die Finanzpsychologie herausgearbeitet hat, dass eben auf den Finanzmärkten nicht irgendwelche Ideen über Fundamentaldaten zentral sind, sondern Finanzmärkte vor allem getrieben werden von dem Blick nach links und rechts, sprich von dem Blick auf, was andere machen. Die Akteure sich ständig beobachten, was sie nun betreiben und dass es dann eben zu quasi konformen Verhalten kommt, das zu einer Welle dann führt, die dann im Extremfall zur Krise gerät. Das heißt also, dass nicht ein natürlicher Ausgleich, so wie die Finanztheorie das bisher dargestellt hat, zu einem natürlichen Ausgleich zwischen den einzelnen Akteuren kommt, sondern aufgrund eben dieses Herdentriebs dann zu Übertreibungen oder zu Untertreibungen kommen, die dann immer eben destabilisierend wirken. Und hat man einen größeren Pool, umso gefährlicher wird es. Also hier sehe ich die Vorstöße auf europäischer Ebene als sehr kritisch an. Was ganz interessant ist, ist, dass eben sehr wichtige Bereiche ganz außen vor gelassen werden. Der Derivatehandel wird nicht eingeschränkt, der Derivatehandel wird kaum auf transparente Börsen gebracht und so weiter und so fort. Also sehr entscheidende Elemente des spekulativen Verhaltens von Finanzakteuren wird nicht unter Kontrolle gebracht. Die Realwirtschaft, Peak Oil, mich überzeugt das nicht. Ich habe eine liebe Kollegin, die dazu auch ein dickes Buch geschrieben hat, Birgit Mahnkopf, aber da ist doch eine Sache im Kapitalismus und das sind die Preise. Und über Preise schmeiße ich Leute aus dem Markt raus. Wenn eben das Öl sehr teuer wird, dann werden eben manche Leute das Öl nicht mehr nutzen können. Und schon können wieder andere Leute das Öl nutzen. Und wir sehen jetzt gerade auch eine völlige Flaute im Ölpreis. Und es gibt Substitute für das Öl. Und auch die Amerikaner können, wenn es notwendig ist, und das habe ich gesehen, weil ich selbst gemacht habe, einen schönen Toyota fahren und ein Hybridauto, was sehr wenig verbraucht. Und schon gibt es weniger Nachfrage danach. Und die Chinesen können das auch. Also es gibt diese Flexibilität, wo man eben mit solchen Begrenzungen auch umgehen kann. Was ist jetzt aber das Verhältnis Finanzwirtschaft und Realwirtschaft? Wenn die Realwirtschaft ist auch eine auf die Zukunft gewandte. Ich will investieren und ich habe nicht genügend Geld dafür, also muss ich einen Kredit aufnehmen. Und ich will was von meinem Zulieferer und werde ihn aber erst später bezahlen. Also muss mein Zulieferer einen Kredit aufnehmen, um eben das Produkt herzustellen, was das fokale Unternehmen kaufen will. Also auch wieder in die Kreditwirtschaft. Und wenn nun die Kreditwirtschaft zusammenbricht, dann hat das ganz massive Folgen für die Realwirtschaft. Und die Realwirtschaft wird dann aufschreien und sagen, bitte rettet mir die Finanzwirtschaft. Selbst wenn dann die Realwirtschaft weiter sagt, ja, aber bitte in der Zukunft alles ein bisschen vorsichtiger. Da aber zentrale Akteure der Realwirtschaft, und hierzu gehören auch die, als sie noch erfolgreich waren, die Energiekonzerne Deutschlands eben tatsächlich auch als Banken funktionieren, weil sie Kapitalsammelstellen geworden sind, weil sie eben Monopolstellungen haben und Geld auf sich ziehen und eben mitspielen, wird man sie eben auch nicht so schön trennen können, dass sie eben dann sagen, ja, wir wollen tatsächlich eine massive Veränderung des Finanzsystems. Sie sind eben Teil auch dieses Finanzialisierungsprozesses. Und das leitet schön über zu der Frage des Trendbankensystems. Und
Prinzipiell ist es möglich, das zu machen, aber stößt auf sehr erheblichen Widerstand. Und einmal den Widerstand aus der Finanzwirtschaft und hier in Deutschland natürlich, weil wir nie dieses Trennbankensystem hatten, sondern wir hatten das sogenannte und haben noch das sogenannte Universalbankensystem, wo selbst die Sparkassen auch solche potenziell Investmentbanking-Aktivitäten betreiben können. Sie machen es nur nicht, sondern sie haben es delegiert an die Landesbanken. Aber prinzipiell können sie es auch machen, das. Sodass also hier in Deutschland gegen eine lange Tradition dann angekämpft werden würde. Im angelsächsischen Bereich gibt es eben die Tradition, die zwischenzeitliche Tradition einer Trennung, und von daher ist diese Idee auch leichter zu verkaufen. Und in den USA hat es der Obermonetarist Paul Volcker vorangetrieben. Paul Volcker war der Zentralbankchef, als die Zinsen in den USA ganz stark angehoben wurden und damit in den USA eine Krise ausgelöst wurde, die dann dazu geführt hat, dass die Inflation stark zurückging, aber auch das Land deutlich stärker geöffnet wurde gegenüber der ausländischen Konkurrenz. Dieser Paul Volcker hat dann in der Finanzkrise die Idee des Trendbankensystems wieder hervorgehoben, aus der Versenkung gehoben. Yes. Wenn man sich das genauer anguckt, greift das äußerst kurz. Selbst wenn man es schafft, durchzusetzen, greift das kurz, weil wir ja gesehen haben, dass einige Finanzakteure, die tatsächlich nur ein Geschäft betrieben haben, nämlich wie Goldman Sachs, als Investmentbanken agiert haben, in der Krise, in ihrer eigenen Investmentbanking-Krise, sofort ihren Rechtsstatut verändert haben und dabei auch Unterstützung bekommen haben von der Politik, nämlich den Rechtsstatut dann erhalten haben als Banken und damit Zugang zur Unterstützung der Zentralbank erhalten haben. Und das hat niemand ihnen verwehrt, weil natürlich der Zusammenbruch auch dieser nur auf das Investmentbanking spezialisierten Banken Folgen hatte für alle anderen im Geschäft, im Finanzwesen. Das heißt also, eine solche Trennung ist keine wirkliche Sicherung, sondern die Sicherung wäre natürlich, dass man hochspekulative Geschäfte des Investmentbankings beschränken würde, verbieten müsste das. Ja. Es gibt dann noch aus der Wirtschaft, hier haben wir wieder die Verkopplung zur Realwirtschaft, auch noch Opposition gegen eine zu scharfe Trennung. Weil natürlich braucht man, wenn man nun sich sichern will gegenüber Währungsschwankungen, Zinsschwankungen und so weiter, braucht ja auch die Realwirtschaft immer einen Gegenpart. Und dieser Gegenpart sind eben dann Banken und eben Banken, die dann entweder mit ihrem eigenen Geld oder mit dem der Kunden nun als Gegenpart funktionieren. Wenn das dann durch ein Trennbankensystem stärker getrennt werden soll, wird die Möglichkeit der Banken als sogenannte Market Makers eingeschränkt. Und damit werden dann die Finanzierungskosten der Realwirtschaft steigen. Und deswegen können die Banken häufig, nicht immer, aber häufig auf die Unterstützung auch von großen, nicht den kleinen, aber von den großen Konzernen rechnen in der Realwirtschaft, weil die dann eben auch befürchten, dass durch solche Begrenzungen eben Refinanzierungen teurer werden. Das waren erstmal die ersten vier Fragen.